Ei Gude und herzlich willkommen zurück im LS22 auf der Hof Bergmann. Wie ihr seht, fängt schon an zu regnen. Ja, und da wir uns in letzter Zeit zu sehr um die Produktion gekümmert haben, müssen wir uns jetzt ein bisschen sputen für normale landwirtschaftliche Arbeiten. Man glaubt es kaum, aber auch das ist hier machbar und vonnöten. Und zwar dringendst. Jetzt hoffe ich, dass nicht zu stark anfängt zu regnen. Und dann. Oh, leggy, leggy. Pacen wir mal schnell zu unserem Feld 1 und mähen das. Der Regen macht nicht ganz so viel, da wir ja inzwischen eine Grastrocknung haben. Inzwischen sind wir auch schon auf der V1101, die jetzt auch vor kurzem erschienen ist. Wir haben noch ein paar Malzsäcke an der Malzfabrik liegen. Die können wir noch holen. Das werden so die letzten sein. Danach wird es die nicht mehr geben. Es soll ja jetzt nur noch lose Material geben. Wenn wir dann allerdings die Malzmühle befüllen wollen, weiß ich auch noch nicht. Aber gut. Da lassen wir uns einfach überraschen. So, jetzt müssen wir unser schlaues Ding anmachen. Wir hätten gerne Mitaufbereiter, das brauchen wir. Denn wir spielen hier mit Maize Plus und normales Gras, wenn es nicht aufbereitet ist, kriegen wir nicht rein in unser Silo. So, hier ist auch ohne Aufbereiter, Mitaufbereiter. Da kann der doch schon mal vorne angehen. Wow. Sollten wir mal die Gänge runterschalten. Und schalten mal hinten um. Ah, okay. Ne, das wollen wir nicht. Zu viel hier drauf. Eindeutig zu viel. Hat sich auch ein bisschen was geändert. Inzwischen sind dank des neuen Updates die Böden auch wieder seasons ready. Mal kurz anhalten, einen aussteigen. Jetzt funktioniert auch die Kamera wieder. Also ich meine, die Grastextur hat sich hier auch etwas geändert. So, haben wir ein Allrad rein. Wir fahren nicht so Schlangenlinien und dann funktioniert das auch. Hat aber einen schönen Vorteil, wenn es regnet. Unser Ladewagen wird gleich sauber. Und da gibt es kein Gemeckere mehr aus der Nachbarschaft, dass wir hier unsere Geräte so verdreckt haben. So, jetzt hoffe ich, dass sich meine Tastenbelegung nicht gerade ganz in den Himmel verabschiedet hat. Okay. Nee, macht er nicht. Also hinten hebt er nicht aus. Ist auch jetzt egal. Also das liebe ich ja immer so bei den Patches von Giants. Und es wird demnächst bestimmt nochmal ein Patch geben. Da die DD-Server nicht gehen. Aber so ist das nun mal. Es gibt Schlimmeres. Aber dass ihr hier nicht die ganze Folge hier mit zugucken müsst, während ich mähe, also zugucken ja, aber nicht hier euch das alles zu langweilig wird,
würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder tontechnisch. Und ich mache hier eine kleine Timelapse draus. Dann bis gleich.
So, hier sind wir wieder zurück. Es donnert ganz schön. Ich hoffe, ihr hört das auch so toll wie ich. Aber es nützt hier alles nichts. Es muss gemäht werden. Wir brauchen das Futter unbedingt für unsere Tiere. Und ja, Gras kaufen bei unserem Kontostand fällt aus. So, und ich wollte euch dann auch nochmal zeigen, wenn wir zurück auf dem Hof sind. Also den Spielstand habe ich relativ gut wieder rüber gekriegt. Also ich habe keinen neuen Spielstand angefangen. Allerdings. Okay. Ja, hier sieht man schon mal das Erste. Das Feld hatte ich hier gerade gemacht. Hier muss ich das Terrain wieder anpassen, wieder neu malen. Die platzierten Sachen hat er mal alle gebracht. Allerdings nicht die gemalten Sachen. Die habe ich nicht mehr geschafft wiederzuholen. Unser CCM. Silo ist auch wieder gefüllt, muss aber allerdings wieder neu gären. Man kann nicht alles haben. Aber wir sind froh, dass wir das so hingekriegt haben. Und unserem Big Bag Abfüller, der hat jetzt lila statt schwarz. Eigentlich war es auch geplant, dass meine Frau heute mit dabei ist. Die dekoriert genauso gern wie ich. Da dachte ich hier, kannst du, willst du, war auch schon ganz gehypt da drauf. Aber wie schon gesagt, da die Surfer ausgefallen waren, suboptimal. Deswegen eigentlich anders darum, aber ist jetzt egal. Bei dem Regen stellen wir die so ab. Da wäre sowieso als nur in Kombination fahren. Passt das schon. Am Hof, unser Teich ist auch weg. Das sehen wir aber jetzt gleich, wenn wir den Ladewagen holen. Die Bäumchen sind noch da. Unser Vogelhäuschen ist auch wieder da. Die Bank oder die zwei Bänke sind da. Die Sachen lasse ich aber jetzt erstmal so stehen. Das werden wir korrigieren, wenn die Surfer wieder gehen und meine tolle Frau mit online gehen kann. Dann werden wir das entsprechend wieder neu dekorieren. Das heißt aber allerdings auch beim Schweinestall sind natürlich jetzt die Grasflecken weg. Beim Kuhstall hinten hat Gras eingezeichnet, das ist natürlich auch weg. Und beim Schaf- und Ziegenstall, das hat sich natürlich auch erledigt. Das Gras muss alles neu wieder gezeichnet werden. Da weiß ich noch nicht, wo er das speichert. Aber es gibt Schlimmeres. Wir werden jetzt abwechselnd, weil wir alles bauen. Ja. Es ist rutschig, es ist feucht, ja, man merkt's. Wir werden vom Gras, weil wir alles brauchen, durch Maize Plus jeweils einen Ladewagen ins Silo schmeißen, einen in die Heutrocknung und einen in den Fermenter. Und damit das wieder für euch nicht zu langweilig wird, gibt's ein bisschen Musik und die zweite Timelapse. Dann viel Spaß, bis gleich.
Aber ich würde sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein, dass die Timelapse nicht ewig lang wird. Ich fahre wieder zum Fixfermenter, mach das offline fertig. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, trotz des Ingame-Regenwetters. Wir haben aktuell hier draußen, was hier draußen, wir haben außerhalb der Wohnung deutliche Minusgrade hier bei uns und auch schon den ersten Schnee gehabt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.